Einen wunderschönen, trüben Donnerstagmittag wünsche ich, oder welchen Tag und welche Tageszeit ihr auch immer auf der Uhr habt, wenn ihr das schaut. Wahrscheinlich trifft zurzeit trüb sowieso immer zu. Ich bin's wieder, die Einmann-Verkostungsfront. Heute geht's um große Gewächse aus Franken, und zwar Riesling diesmal. Silvana kommt morgen. Und diesmal sind es tatsächlich nur große Gewächse. Es geht diesmal ein bisschen schnell, es sind nicht viele, es sind glaube ich 12 oder so. Und ich fange jetzt auch einfach ganz kommentarlos an. Es geht los, damit ich das nicht wieder vergesse. Die Spanne im Moment, sollte sich nichts ändern, was ja sehr unwahrscheinlich ist, irgendwas ändert sich ja fast immer. Im Moment geht die Spanne von 87 bis 93. Wir fangen mit den 87ern an. Sobald ich die Nummer habe. Na. Sind nicht alle fränkischen großen Gewächse einen Teil, eine Hälfte, muss man fast sagen. Hatten wir schon, haben wir glaube ich in einem der allerersten Videos irgendwann vor dem Krieg, glaube ich, schon gemacht. So, das ist deutlich pflanzlich, so ein bisschen grünpflanzlich auch. Ein bisschen zitronige Frucht. Schon auch Steinobst im Hintergrund. Aber dieses Pflanzliche ist schon auch auffällig. Und dann hat er was ein bisschen an Bambussprossen erinnert. Also ich kenne das nur eingemacht, aber so riecht's. Vielleicht ein Hauch pilzig. Und so ein bisschen grüner Apfel. Überhaupt sind so ein bisschen grüne Anteile drin. Das wirkt relativ schlank, ziemlich helle Frucht, recht präsente Säure, hat auch schon eine merkliche Süße, die aber dadurch, dass das auch so ein bisschen so herbe, pflanzliche Aromen hat und so ganz leicht mineralisches hinten, das auch recht herb wirkt, wird es ganz gut gepuffert. Es hat so einen ganz leicht rauen Gerbstoff. Wirkt überhaupt relativ phenolisch, und dieses phenolische Bitter sorgt auch noch zusätzlich dafür, dass man diese verhältnismäßig hohe Süße kaum schmeckt. Und dann kommt wieder der Säurebiss. Es hat halt nicht so richtig die Riesentiefe, und auch hinten raus bleibt es so ein bisschen trocknen phenolisch. Deswegen, ich meine, ansonsten, es hat klaren Saft, es ist geradlinig, das hat Biss, keine Frage. Ist vielleicht immer blöd, wenn man immer so die negativen Seiten betont, weil wir jammern natürlich wie immer auf relativ hohem Niveau. Aber für ein großes Gewächs reicht es mir jetzt in dem Fall nicht ganz. Es bleibt auch, während ich das alles erzähle, hinten raus halt einfach ein bisschen zu rau. Das ist 18. Das erklärt ein bisschen den hohen Gerbstoff. Diese Phenolik, und zwar ist das der Rotlauf von Bickelstumpf. Großes Gewächs, wie gesagt, große Gewächse dürften es eigentlich, wenn ich nichts vergessen habe, alle sein. Tüngersheimer Johannisberg. Rotlauf ist ja nur das Gewann. Ah ja, jetzt machen wir klar einen Sprung um 2 Punkte. Das ist eine ziemlich zurückhaltende Nase, recht kühl. Auch so ein bisschen pflanzlich. Eher ruhiger Stil. Bisschen was Hellflorales dabei.
Ja, das ist relativ fest, ist ziemlich saftig. Ist wahrscheinlich nicht vollkommen trocken. Aber auch hier ist das alles harmonisch. Ein bisschen Gerbstoff, aber deutlich weniger phenolig als der einen, den wir vorhin hatten. So feine pflanzliche Töne dabei, so ein ganz kleines bisschen was Florales und Dunkelbeeriges. Das liegt ja, wie schon so oft gesagt, relativ nah beieinander in der Aromatik. Dann eine recht deutliche Mineralik, die so ein bisschen zwischen Kreide und Salz schwankt. Das ist saftig, das hat eine schöne Länge, das hat Griff hinten raus. Und auch einen guten Säurezug. Ja, ist vielleicht ein Grenzfall, aber kann ich mit den 89 schon ganz gut leben. Weil er auch nachhält. Das wird sicher ein bisschen früher zugänglich sein als manche anderen großen Gewächse. Ich würde, ob ich da den richtigen Schrauber finde. Das ist Weingut Arnold. Das mal sind wir beim. Das ist lustig, vorne steht 19 drauf, hinten habe ich noch ein altes Rückenetikett offenbar, da steht 18 drauf. Aber gehen wir mal davon aus, dass das der 19er ist, so schmeckt es eigentlich auch. Randers Acker Pöben, großes Gewächs. Was würde ich sagen? Ja, ist wahrscheinlich schon ab Mitte nächsten Jahres gut zugänglich. Und dann so 6 bis 8 Jahre sicher schön zu trinken. So. Das ist sehr kühl, deutlich kühler als die beiden anderen. So ganz frische pflanzliche Aromatik. Zitrustöne, so auch ganz helle Steinobstaromen. Es hat auch eine ganz kleine Spur, so ein bisschen was Nussig-Hefiges. Das ist ziemlich fast fest und eindeutig der saftigste Wein bis jetzt. Jetzt mal fast ein bisschen expliziter reinschreiben. Da recht hell in der Aromatik. Sehr lebendige Säure, ein bisschen Griff, wieder von reifem Gerbstoff. Es hat einen gewissen Schmelz hinten. Es hat also durchaus auch schon angedeutet Kraft, aber das bleibt alles sehr geschliffen. Es hat Biss und Zug. Also was Kräuteriges kommt hinten. Naja. Mit 90 auch schon leben. Es wird auch ein bisschen länger halten. Ja. Das ist sofort das Weingut Michael Fröhlich, wieder 19, Eschendorfer am Lumpen. 1655. So recht herbe Nase, bisschen hefiger jetzt. Ziemlich zurückhaltende Frucht,
so herbe, pflanzliche Aromen. Wird auch kühl, sehr geschliffen. Man glaubt da schon ein bisschen mineralisch schon in der Nase raus zu riechen. Naja, im Ohr raus riechen wäre ein wenig blöd. Da steht jetzt drin, verhaltene Frucht, das stimmt nicht mehr. Das ist wesentlich saftiger geworden. Am Gaumen hat der herbe pflanzliche Aromen so ein bisschen ins Kräuterige gehend. Dann kommt der deutliche Mineralik, wieder relativ kreidig wirkend. Die Säure ist lebendig, aber fein. Dann hat es Griff von Reifengerbstoff wieder. Es ist eine gute Tiefe schon im Gaumen. Es ist ziemlich fest noch. Da gab es schon eine gewisse Komplexität. Der Abgang hat einen gewissen Nachdruck. Es hat Spannung, es hat Saft, es hat gute Dichte. Ah, ich sehe, der war falsch eingeordnet, denn der hat ja schon 90, weil man gerade denkt, das sind keine 89. Ja. Und die sind verdient. Und da, ich habe zwar reingeschrieben, trinken ab nächsten Jahr, aber ich würde fast ein Jahr länger warten. Also eher ab 22 ist Trinken anfangen oder frühestens nächsten Winter oder sowas. Denn es ist nicht gesagt, ob das nicht sich noch ein wenig steigert. Schaut mir vielleicht sogar morgen auch nochmal an. Das ist. Ja, das hat man sich fast gedacht, weil das schon einen Hauch weiterentwickelt war. Und zwar ist das wieder 18. Das ist Stöllein und Krenig, Randersackerer Sonnenstuhl, Hohenrot. Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Früher hieß das anders. Oder es ist ein anderer. Aber früher sind die unterm Turm. Und nachdem dieses Jahr kein unterm Turm dabei ist, gehe ich jetzt fast davon aus, dass es im Prinzip das gleiche heißt jetzt nur anders. Das ist relativ frisch in der Nase, hell, und es ist floraler als die anderen. Was vorsichtshalber nicht drin steht. Was ja Sinn macht, wenn es so deutlich ist, dass man es nicht neu schreibt. Sehr geschliffen alles. Kühl, hell, geradlinig und wie gesagt frisch. So geht es auch weiter. Ein ganz geschliffener, heller, feinsaftiger und fast auch feingliedriger Stil. Die einzige Frage ist, also das ist schon einnehmend mit seiner Frische und Feinheit und Eleganz. Die Frage ist nur, das hat jetzt 89 wieder, wie gesagt, der andere war falsch einsortiert. Ob der die Komplexität und die Tiefe für 90 schon hat, und das glaube ich nicht ganz. So schön der Wein eigentlich ist, wir jammern ja da sowieso immer auf hohem Niveau, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Gell? Also die Frucht hat schon eine gewisse Noblesse. Das muss man sagen, deswegen ist das so ein bisschen ein Grenzfall. Aber dann ist diese Säure so ein bisschen zitronig. Nee, das lassen wir mal auf 89.
Bloß er wird ein bisschen länger reifen, deswegen werde ich das korrigieren. Ja, und das bleibt dann auch hinten raus, bleibt so dieses merklich Zitronige ein bisschen stehen. Das verhindert jetzt mit, dass es noch einer mehr ist. Das ist das Weingut Rainer Sauer. Da sind wir wieder. Eschandorfen, der Eschandorfer am Lumpen, 1655, 19. Das ist auch pflanzlich, aber das geht ein bisschen mehr ins Gemüsige, was, wie ich schon oft gesagt habe, nicht unbedingt negativ gemeint ist. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Und hier ist es auf keinen Fall negativ gemeint. Negativ ist dann, wenn es so abgestandenes, überlagertes Gemüse und sowas ist. Das ist dann unangenehm. Aber wenn das frisch ist, ist das überhaupt kein Problem. Ja, genau, steht da so drin. Oh, so was ganz leicht Nussiges. Könnte ein bisschen Holzfass sein. Ja, auch das hat sich von gestern etwas verändert. Auch hier steht verhaltene Frucht drin. Das ist jetzt aber deutlicher geworden. Es ist nicht so, so auffallend saftig, wie wir das beim anderen Weinen heute auch schon hatten, sondern das Ganze ist ein etwas ruhigerer, gesetzterer Stil, auch etwas schmelziger. Der ganze Stil ist wirklich ein bisschen abgeklärter. Auch die Säure ist ziemlich fein, die ist nicht so nervös, wie wir das bei anderen Weinen heute auch schon hatten, sondern das ist sehr, sehr integriert alles. Es hat Kraft, es hat Nachdruck, jetzt aber ohne jetzt wirklich Schwere zu haben oder zu viel Wärme. Es ist ein bisschen warm, ist er. Aber das ist sehr stimmig. Der Bau ist ziemlich kompakt. Das hat, ja, es war gestern wahrscheinlich deutlicher, so wie das drin steht, noch so ein bisschen deckende, gerbstoffige und hefige Töne, die Frucht so ganz leicht maskieren, wobei das heute deutlich weniger ist als gestern. Und darum kriegt er auch auf jeden Fall einen mehr, weil die Substanzen, die Tiefe und die Komplexität sind nämlich da. Das ist schon stärker ist jetzt zum Beispiel der Vorgänger, weil er einfach mehr echte Substanz hat. Was nicht direkt was mit Kraft und Alkohol oder sowas zu tun hat, sondern mit Konzentration und Stoff. Und hinaus kommt da wieder so gewisse Würze, die so auch wieder ganz leicht ans Holzfass erinnert. Also weit, weit entfernt von einem echten Holzton. Aber ganz ehrlich, so dicht das ist und vor allem so exzellent balanciert, sind es zwei mehr. Ja, das ist schon richtig gut dabei. Das kann man aufgrund seiner Balance, im Prinzip, wenn man das will, jetzt schon mal antrinken. Ich mache jetzt nicht. Weißt du? Denn das wird mit der Reife sicher noch einmal gewinnen. Das ist das Weingut Schmitz Kinder. 19 Randers Ackerer Pfülben. Man sieht es, das ist noch das Behelfsetikett. Aber nichtsdestotrotz, das ist kein Behelfswein. Es hält auch sehr schön nach, arbeitet nach. Ist auch der längste bis jetzt.
Das ist deutlich kühler und zurückhaltender. Sehr helle Aromatik mit einer ganz, ganz feinen Kräuterwürze, die fast so ein bisschen an frische Suppenkräuter erinnert. Ein bisschen umändern, weil sich dieses Feinkräuterige wesentlich verstärkt hat seit gestern anscheinend. Dann kommt hinten raus so was Kreidiges, also man ahnt die Mineralik schon. Das wirkt alles sehr, sehr geschliffen und kühl. Und das bleibt auch am Gaumen so sehr, sehr geschliffen, hell, kühl, sehr kreidig. Also die Mineralik hat, ich war gestern schon deutlich, aber die ist schon auffallend. Und gleichzeitig hat es aber ganz frische, sehr feingliedrige, helle Frucht. Das Ganze wirkt im ersten Moment ziemlich leicht und man merkt dann, wenn man das ein bisschen am Gaumen hat, wie viel Druck das eigentlich hat, das heißt, welche Substanz, das unterschätzt man leicht. Was mir sehr, sehr gefällt, weil das wirklich so eine unterschwellige, gezügelte Kraft ist. Also das ist so ein Understatement-Wein. Und folgerichtig habe ich den gestern auch unterschätzt, das sind auch 91. Das wird auch länger halten. Ich würde da auch nur 2 Jahre warten. Oder auch 5. Der Abgang ist sehr schön. Der ist ganz geschliffen, hat eine ganz noble, sehr helle Aromatik und dann zieht sich die Mineralik durch und die Säure marmoriert das Ganze. Ja, das macht schon Spaß. Das ist das Weingut Weltner. Und zwar ist das seine Rödelseer Küchenmeister Hohe Leite 19. Es hat 13% und es wird sehr, trotzdem wirklich leichtfüßig. Das ist sehr zurückhaltend in der Nase. Das ist fast noch heller als der Vorgänger und kühler. So einen zarten Kräuterton, der steht da aber mal drin. Und auch der wirkt in der Nase, steht noch nicht drin. Richtig kreidig. Also auch hier meint man diese Mineralik schon zu riechen. Das ist jetzt in der Richtung, die der Küchenmeister gerade schon hatte. Eigentlich nochmal die konsequentere Weiterführung, was jetzt überhaupt nicht wertend gemeint ist, sondern das ist noch kälter, noch kühler, noch heller, noch straffer, noch leichter in Anführungszeichen. Ja, ich mag das sehr. Das hat einen Motzzug
und Spannung und auch Tiefe. Aber das ist unzugänglicher. Das ist so ganz kompromisslos, ohne jedes Gramm zu viel Speck auf den Rippen. Aber es hat durch diesen Zug und diesen Nachdruck, den er dann auch im Abgang entwickelt, Qualitäten, die sich halt erst in ein paar Jahren so richtig zeigen. Das wird auch länger halten. Ja. Gut, der stand schon bei 91, ich habe 19 die Lagefähigkeit eben noch verändert. Und da gehört er auch hin. Weil es der schwierigere Wein ist. Also das ist wirklich was für die Puristen. Oder auch für die noch ein bisschen Geduld haben. Ja, das war fast klar, weil das den Stil hat eigentlich nur er. Das ist Johann Ruck, Iphöfer, Julius Echterberg. Auch 19. Das ist schön. Auch das arbeitet nach, aber das ist viel subtiler in der ganzen Performance. Das hat jetzt wieder so viel deutliche gemüsige Anteile. Und zwar eher grüngemüsig, wobei das hier nicht unreif wirkt. So Brokkoli und solche Sachen. Aber es hat schon gewisse Tiefe. Sind wir? Ja, genau. Wir sind immer bei 91. Interessant. Das ist eine relativ komplexe Nase, aber ganz eigen. Das hat jetzt wieder mehr Körper. Das ist ziemlich saftig, dabei aber knochentrocken wirkt. Das hat sehr lebendige Säure, deutlich präsenteren Gerbstoff, als jetzt das zum Beispiel die letzten zwei Weine hatten. Nur der Gerbstoff ist reif. Das macht den Wein zwar im Moment noch ein bisschen unzugänglich, aber es ist nicht so, dass der Gerbstoff trocknend ist oder irgend sowas in der Richtung. Das gibt dem Ganzen nur noch mehr Rückgrat. Und dann kommt schon ziemlich deutliche Mineralik mit. Das hat ein ziemlich festes Fundament. Auch am Abgang kommt der Griff durch den Gerbstoff noch einmal. Das braucht lange Zeit. Also steht jetzt bei den 91 gut, aber ich wäre mir nicht ganz sicher, ob das nicht sogar nochmal dann zulegen kann, wenn das ein bisschen Reife hat. Aber ein bisschen Reife bedeutet hier locker 4-5 Jahre. Also das würde ich nicht wie manche anderen heute schon in 1, 2, 3 Jahren anfassen. Da würde ich länger warten. Gern auch 7 Jahre. Das ist Escherndorf am Lumpen 1655 von Horstzauer diesmal 2019. Eine sehr herbe Nase. Wieder was Vegetabiles dabei. Dazu aber auch mehr Hefe jetzt wieder. Florale Aromen, Kräuter. Die Frucht ist gelber, das ist also nicht so hell. Und da hat
man den Eindruck, man riecht schon sehr deutlich diese kreidige Mineralik. Mehr als gestern, so ich das sehe. Das ist auch relativ tief. Ich wollte nicht reimen eigentlich. Aber das hat in der Nase schon so einen gewissen Druck. Auch was Nussiges. Also da hat man wieder den Eindruck von so einem ganz leichten Holzfasston. Das muss nicht stimmen mit dem Holz, das kann manchmal von der Hefe auch kommen, aber den Eindruck macht es halt. Ja, das ist ein bisschen süßer, das ist ziemlich fest, ziemlich saftig, wieder vegetabile, dann auch diese ganz leicht nussig-holzigen Anklänge. Es hat viel Reifengerbstoff, viel Griff dadurch, hat eine dichte Substanz, Tiefe auch am Gaumen, schon relativ kräftig, wieder aber trotzdem ohne Schwere. Dann ein bisschen was Rotbeeriges kommt da hinten. Also auch so rote Johannisbeeren. Also die Substanz und die Dichte, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Das kann die 91 auf jeden Fall. Die Frage ist, ob es schon zwei sind. Anlagen dafür hat er. Schauen wir nochmal an. Geben wir einfach nochmal einen Tag Luft. Oh, schau her. Wieder in alter Form, das war bei 18 nicht der Fall. Oder nee, bei 17, denn das ist der 18er. Aha, so ist es. Das Weingut Höfler mit dem Michelbacher Apostelgarten und zwar wirklich 18. Meine, das hat schon 13,5, aber das steckt das wunderbar weg, weil das so eine Dichte und so einen Körper hat. Wie gesagt, 91 kann es leicht. Ah ja, deswegen, das hatte ich noch im Kopf, das war der 17er, der lang nicht so gut war. Aber 18? Puh. Macht schon Eindruck. Bleibt doch schön stehen. Ist naturgemäß ein bisschen wärmer mit dem Alkohol, aber das ist nicht alkoholisch, sondern das hat einfach etwas... Diese Wärme passt völlig zu dem Wein, ist total angenehm. Jo. Das ist eine starke Nase. Das ist tiefer als alles, was wir bislang hatten. Tief, sehr fest. Es hat noch hefige Töne, dann ganz feine, pflanzliche, auch wieder vegetabile Aromen. Auch das Gelbfruchtige, das hier angenehm unaufdringlich ist, ist jetzt ein bisschen dunkler, als wir es bei vielen anderen Weinen heute schon hatten. Nicht so dunkel wie jetzt bei dem Vorgänger, der hat wirklich noch ein wenig gelber und reifer gewirkt. Aber das ist sehr nobel alles. Auch hier kommen wieder so ganz leicht nussige, holzfassige Töne dazu, aber auch da hat es halt viel Hefe oder relativ viel Hefe, das kann also auch täuschen. Wobei diese innere Ruhe, die schon die Nase eigentlich ausstrahlt, eher auch darauf hindeutet, dass das aus dem Holz kommt. Aber da kann man lang reinriechen, das ist ziemlich beeindruckend.
Naja, und so geht es auch weiter. Das ist ziemlich kompakt, sehr reintönig, nobel, fest, gleichzeitig geschliffen. Es hat eine sehr, sehr feine, wieder den Wein marmorierende Säure. Da wird eben wieder nichts filetiert, da ist nichts das ist nichts streng oder schreiend oder wie wir das so oft haben bei Rieslingen. Sondern da, das ist alles stimmig. Der Gerbstoff ist da, aber der ist sehr reif. Auch der trägt natürlich zum Rückgrat des Ganzen bei. Das ist noch gescheit jung. Auch in der Gaumenmitte ist es noch sehr, sehr kompakt. Aber das ist stark. Das sind mehr 93 als 92. Wunderbarer Wein. Auch hinten raus. Diese Reintönigkeit, die Präsenz, diese, wie soll ich sagen, dieses stur Herbe ohne Kompromisse und gleichzeitig hat es Saft und Dichte. Definitiv der schönste Wein bis jetzt. Gebe ich auch nicht her, das wird getrunken. Denn ich meine, das kann man natürlich durch seine Ausgewogenheit schon trinken, obwohl es ewig zu jung ist. Also ich würde auch hier 4-5 Jahre warten, im Idealfall 8-10. Aber es beeindruckt halt schon jetzt. Was haben wir? Ja, okay. Das ist jetzt wirklich mal gut. Also, es soll nicht so klingen, als wäre der Rest von denen nicht gut, aber das ist schon ein beeindruckender Frankenriesling. Und zwar ist es Luckert 19 Sulzfelder Maustal. Kann man trinken, wie der Main Franke sagt. Wir haben jetzt eine ganz, ganz andere Baustelle. Das ist wilder. Das ist schon ein bisschen an der Grenze zum Natural Wine. Nicht ganz, aber so ein bisschen. Weil das ist rauchig und speckig in der Nase. Das hat eine wilde, vegetabile Aromatik, die aber immer fein bleibt und überhaupt nichts Abstruses hat. Herbe, helle, gelbe Frucht. Reichlich Hefe, Pilze im Hintergrund. Man glaubt auch hier schon wieder Mordsmineralik rauszuriechen. Es hat was Erdiges auch. Das ist dicht und sehr komplex. Aber es fällt halt völlig aus dem Rahmen. Und dann ist das knochentrocken. Und dann kommt wieder diese matzdichte Frucht. Und da ist das alles noch sehr eingesperrt. Das hat viel Hefe. Das hat einen ordentlichen Gerbstoff, der aber sehr fein und sehr reif ist. Also wir erinnern uns, ganz am Anfang hat man was phenolisch-gerbstoffiges. Das war grob. Das ist, hat viel mehr Gerbstoff, aber es ist deutlich feiner. Schon. Also das kann, der steht bei 93 und das kann der leicht. Das braucht ewige Jahre. Also unter 5, 6, 7 Jahren würde ich das überhaupt nicht anfassen. Und es braucht auch nochmal einen Tag Luft. Da bin ich mir nicht sicher, ob das schon das Ende der Fahnenstange ist. Den werden wir also zusammen mit dem Luckert und dem Höfler einfach morgen nochmal probieren. Vielleicht stelle ich ihn ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit, in die Silvaner nochmal mit rein. Dann haben wir das morgen auch nochmal videofiziert. Ja, mal schauen. Okay, das war der letzte für heute. Es war auch ziemlich klar, was das ist, denn diesen Stil gibt es in Franken nur einmal. Und das ist das Weingut Amstein, Stettener Stein,
19. Man merkt halt wirklich, dass der mittlerweile hat auch 13,5% und das ist alles so integriert, das ist alles so perfekt, harmonisch. Hat überhaupt keine Schwere. Ja. Wie gesagt, das sehen wir vielleicht morgen nochmal. Womit also klar ist, dass wir uns morgen wieder sehen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und tschüss.